Moin, hier ist Miro von Oleit und willkommen im deutschen Lager. Heute schauen wir uns mal den Bestellprozess an und was dazugehört, bis ein Paket bei euch dann vor der Tür landet. Hier hinter mir ist übrigens gerade Obei, also unser Schwestershop der Bereich. Viele Outdoor- und EDC-Produkte. Wir schauen uns heute aber ja Oleit an, also gehen wir mal zum ersten Schritt. Und das ist die Versandstation, denn natürlich müssen unsere Packer auch wissen, was sie verpacken sollen, und dafür wird erstmal eine Packliste erstellt und ein Versandlabel, und dann geht es weiter ans Verpacken. Wenn die Packliste fertig ist, dann geht es natürlich ans Packen, und dabei hilft ungemein ein effizientes und modernes Packsystem. Wenige Handgriffe und vor allem wenige Blicke und wenig Weg, und die Sachen sind bereit. Ihr seht hier unsere zweite Fuhr von heute. Die erste ist bereits verpackt. Und zum Packprozess gehört natürlich viel mehr als einfach nur die richtigen Sachen aussuchen. Es gehört auch immer Kontrolle dazu. Und dafür wird jede Bestellung noch einmal, bevor sie ins Paket kommt, überprüft und auch fotografiert, damit wir unseren Packprozess immer stetig optimieren können. Nach dem Foto werden die Sachen dann verpackt in die Pakete, und das Ganze geht dann innerhalb kürzester Zeit dann mit DHL zu euch. Ein, zwei Tage, und ihr könnt euch über eure Taschenlampen freuen. Und ja, natürlich geht auch manchmal was zurück. Es ist relativ wenig. Hier seht ihr unsere aktuellen Retouren. Kann unterschiedlichste Gründe haben. Meistens ist es ja einfach, naja, man hat es gesehen und dann war es doch nicht das Richtige. Aber wir müssen sagen, die Retouren sind so selten, dass wir es so handhaben. Die Sachen werden entweder gespendet an Organisationen wie das Technische Hilfswerk, oder sie gehen in unser Ersatzteillager, und damit sind wir dann auch schon hier im Reparaturbereich. Eine Reparaturstation, das haben wir als Taschenlampenhersteller natürlich auch hier in Deutschland, werden Taschenlampen repariert, die für euch einmalig sind. Zum Beispiel limitierte Editionen, die es so nicht mehr gibt. Meistens, habe ich mir sagen lassen, ist es übrigens einfach nur eine Endkappe, die nicht ganz festgezogen ist. Also überprüft das mal, bevor ihr die Sachen zu uns schickt. Aber auch andere Sachen können wir hier reparieren, und dabei hilft natürlich auch unser Kundenservice oben, der dann telefonisch und auch per E-Mail für euch erreichbar ist und über unsere anderen Geschäftswege. Damit sind wir eigentlich am Ende von unserer Tour. So sieht es also aus, wenn ihr was bestellt, und so läuft das Ganze ab. Wenn ich aber schon da bin, normalerweise würde ich sagen, gibt es auch was zu gewinnen. Dieses Mal machen wir es anders. Heute werden die Sachen verpackt, und ich werde gleich einfach eine Kleinigkeit dazu tun, und drei Glückliche von euch können sich dann über ein kleines Extra freuen in ihrer Bestellung. Wer weiß, vielleicht sagt ihr ja sogar Bescheid bei uns in der Facebook-Gruppe der Community oder auch auf Instagram oder. Ich habe mir heute das Lager sehr, sehr gerne angeschaut und fand es super spannend, hier auch mal zu sein. Es ist jetzt ja 6-mal größer als vorher, also eine ganze Menge. Und vielleicht habt ihr es gesehen, wir haben auch noch ein bisschen Platz, um zu wachsen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allzeit gutes Licht.